Hallo Leute, zu einer neuen Folge. Einfach so, heute mit drei Fallen. Ist jetzt, glaube ich, schon mein fünfter Versuch, aber ich schaff's immer noch nicht. Also zeige ich euch nicht, wie die gebaut werden. Ich zeige euch nur, wie ich die gebaut habe. Also für die erste Falle, für die brauchen wir Redstone, Halbstufen, Dirt und Grasblock und ein Sticky Piston. Funktioniert ganz einfach. Machen wir erst Tag. Man geht hier rein und man ist eingesperrt. Also die Monster würden das nicht kapieren. Also man nicht. Man geht hier nochmal rein, die Monster gehen. Man sieht ja vor der Sonne geschützt und man denkt. Und die denken, ja, hier ist Schatten. Aber dann sind hier eingesperrt und die können halt nicht mehr raus. Und dann könnten die erschlagen. Achso, wie die gebaut wird. Das habe ich schon vergessen. Also. Man baut sich erstmal so ein Feld. Tut man wie ein Plus so Sticky Pisten hin. Also da war ein Grasblock, da tut man Reds. Ah, ich zeig's einfach nochmal. Also hier sind die Sticky Pisten. Die fahren das ja hoch, da drauf Grasblöcke, darunter Redstone, dass die alle betätigt werden, Grasblock drauf und Druckplatte drauf. Dann auf die Druckplatte drei Stapel von denen und die beiden unteren abschlagen und dann kommt man nicht mehr raus. Ja, das war die erste Falle. Die zweite Falle, dazu benötigt man Lava. Hier Sticky Pisten. Redstone, Redstone-Fackel, Stein, Diamanterz und Redstone-Repeater. Also die ist ganz einfach gebaut. Ich kann sie auch einmal vorzeigen. So. Also ihr müsst jetzt denken, dass es hier Diamanterz. Also man geht in eine Höhle, wie die, und dann sieht man, oh, das ist ja Diamanterz, angeblich. Schlägt man ab und man fällt in Lava. Die ist halb schwer zu bauen, also. So, ich schlag das erstmal hier alles ab. So. Als erstes kriegt man sich ein 4x4 Loch. Da tut man jetzt Lava rein. Dann zwei weitere Sticky Pisten. Wie genauso hier auch. Zwei Sticky Pisten. Dann tut man auf die Sticky Pisten so eine Redstone-Linie. Dann tut man hier daneben so Stein hin und tut auf das Diamanterz, also das Diamanterz muss hier sein, eine Redstone-Fackel. Dann werden die beiden betätigt. Und dann geht die Redstone Dings weiter, wird hier Linie gezogen. Hier so außen rum und mit zwei Repeatern hier. Wenn die auch rausgefahren, tut man hier so zwei, ja, Steine hin. Und die Falle ist fertig. Und wenn man das das Diamanterz abbaut, wird die Redstone-Fackel gelöst. Alles geht aus und es wird alles eingefahren. Und die Hunde nerven gerade von draußen. Ich könnte denen eine reinballern, aber naja. Das war die zweite Falle. Die dritte Falle ist eigentlich sehr simpel, eigentlich auch. Man braucht Stein, Redstone-Fackel, Redstone, Druckplatte, Sticky Pisten, Redstone-Repeater und Lava. Also, das soll hier so ein Höhleneingang sein. Also, oh, ich muss schnell nach Hause. Geht mal nach Hause und tada. Man fällt in Lava und wird zerquetscht. Also, so nochmal. Also egal, ob ihr lahm oder schnell geht, euch wird's immer erwischen. Ah, das war's. Also egal, müsst es nur lang genug bauen. So, das wird wie folgt gebaut. Ich schlag mal das ganze Scheiß hier ab, wie das aussieht.
So. So. Hier bauen wir noch hier oben alles ab. So. Also man braucht sehr viel Redstone. Man sucht sich erstmal Linie aus. Dann tut man abwechselnd jede zweite eine Sticky Piste hier. Und von der anderen Seite genau das andere. Also hier. Damit sie auch gleichzeitig betätigt werden. Wie hier. Man sieht das schön. So. Dann tut man unter den einen Stein hier so die Redstone-Leitung. Bis hier. Und auf der anderen Seite auch. Und baut erstmal mit Holz zum Beispiel hoch. Mit Holz zum Beispiel so ein hoch hier beim Eingang. So, dann tut man das Redstone hier so verleiten in einen Konverter. Also wird wie folgt gebaut: Wenn Redstone aus ist, dann ist die Fackel an. Und wenn Redstone kommt, ist die Fackel aus. Man kann das auch hier wunderbar sehen. Jetzt ist die Fackel aus. Ist die Fackel auch an. Also wenn Redstone kommt, ist die Fackel aus. Also ist das Redstone da hinten auch aus. Und wenn kein Redstone, also wenn Redstone von der Platte nicht kommt, ist das an. Also sind die auch an. Also gehen die zu. Dann baut man hier so eine Redstone-Linie. Tut bei jedem Sticky Piston Repeater. Und einen Stein dran. Dann sind die schon mal zu. Das macht man mit der anderen Seite auch. Und ja, man ist mit dem Falle fertig. Und man kann das auch sehr leicht zudecken, einfach so machen. Sieht man auch hier nichts, was hier gebaut wurde oder so. Dann hier eine hoch. Man wird immer erwischt, egal wie schnell oder wie lahm. Man wird immer erwischt. Man sieht hier die Druckplatte hier nicht. Geht man so einfach raus. Und dann ist man Lava, ja. Das waren die drei Fallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch, kommentiert das Video und abonniert diesen Kanal, damit ihr andere Projekte nicht verpassen solltet, wollt. Und baut die Fallen nach. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Ja, ich sag dann Tschüss und bis zum nächsten Let's Play.